Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind hier in der alten Mine. Wir verfolgen immer noch dieselbe Strategie wie von vor ein paar Folgen. Dass wir mit der Basis hier, die wir also als Operationsbasis Cavallons Hütte, dass wir alles hier einmal befreien. Und wir jetzt uns nach da oben auf den Weg machen. Dort auch mal alles frei zu machen. Und wir da eventuell den dritten Drachen entdeckt haben. Also ich habe den selber jetzt noch nicht gesehen, dass er wirklich da ist. Aber Echsenmenschen. Und Echsenmenschen deuten für mich persönlich jetzt darauf hin, dass da ein Drache ist. Deswegen will ich da jetzt hoch. Noch nicht hier. Sondern hier rum. Und da ist einfach mal Freiräumen, sagen wir jetzt mal so. Dass wir da auf anfangen. Obwohl, so Xardas Turm könnten wir auch mal hingehen. Hätte ich auch mal Bock, da nochmal hinzugehen, zu gucken, was da ist. Ich weiß jetzt nicht, waren wir schon mal da? Ich kann mich zumindest nicht mehr dran erinnern. Komm, wir machen einen kleinen Abstecher zu Xardas Turm, alten Turm. Wenn das hier der Weg überhaupt dahin war. Da sind normale Snapper, die wir noch nicht erledigt hatten. Warum auch immer wir die noch nicht erledigt hatten. So, nehmen wir mit. Vor allem hier waren wir selber schon drinnen. Hier ist noch ein Lederbeutel. Ja, komm, ich will's vorbei. Nightcrawler? Nichts zu holen. Okay, was ist mit dem Paladin? Nehmen wir alles mit. Nichts zu plündern. Ich wünschte, ich könnte was sehen. Ich guck mal vielleicht auf den anderen Bildschirm, weil... Na, ich behalte mal die Waffen bei. Autsch! So, den Trank nehmen wir mit. Da hinten. So. Mindcrawler Warrior, okay. Und noch einen normalen. So. Was haben wir hier? Spruchrolle. Knochen eines Skeletts. Die sonst gar nichts. Ich muss wirklich Schatulle. Was? Schwarze Perle. Mindcrawler Panzerplatten. Die Panzerplatten müssen wir auf jeden Fall alle sammeln. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So, hier gibt es glaube ich auch nichts mehr. Warte mal, ich kann ja jetzt eine Fackel ausrüsten. So, dann sehe ich jetzt auch hier ein bisschen was.
So. Gab's hier noch irgendwie was? Was ich übersehen habe? Silvestro? Silvestros Notiz? Silvestros Notiz. Von Silvestro, Paladin des Königs. Ein weiterer Tag Schürferei liegt vor uns. Heute wollen wir die Wand durchbrechen und uns tiefer in den Fels hineingraben. Ich habe ein ungutes Gefühl, deshalb werde ich das Erz in ein Versteck bringen lassen. Diego ist der einzige von uns, der sich hier auskennt. Ich muss ihm vertrauen, er wird die Kisten in Sicherheit bringen. Aber ich werde ihn nicht alleine losschicken. Das Erz muss unter allen Umständen geschützt werden, deshalb lasse ich Diego von zwei Rittern begleiten. Lang lebe der König, Silvestro. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Das... Hä? Das ist noch ein Sträfling? Ein Apfel. Noch ein Sträfling? Die sind alle tot. Waffenknecht? Die haben hier irgendwo... die Minecrawler befreit. Gehe ich mal von aus. Ich dachte, da hätte irgendwas geschimmert. So, Trank. So, nice. Edles Langschwert nehmen wir mit. Mal alles verkaufen. So, gucken wir mal hier. Noch ein Buddlerfleisch, Dunkelpilz. Buddlerfleisch, Dunkelpilz. Okay, dann war's das hier. So, Sträfling, den hatten wir auch schon. Der Paladin ist weg. Ja, die Fackeln. Gehen wir mal hier entlang. Beziehungsweise noch einmal speichern, weil das will ich jetzt definitiv nicht durch Fehler oder Missgeschick oder sowas verlieren, was wir jetzt erreicht haben. Aber ich will auch wissen, was hier ist. Also bei... Ah ja, stimmt, da war ja was. Den kriegen wir... damit kaputt. Jo. Autsch. Hat er mich jetzt einmal erwischt? So, und wieder den. Nichts zu holen. Der hat mich jetzt aber einmal ordentlich erwischt. Gibt's da noch einen Steingolem? Irgendwo auf diesem Weg? Oder da? Zu Xaras alten Turm? Hier ist ein Lurker. Ein Lurker mit Kreislaufproblemen auf jeden Fall. So. So, ich will den hier auch noch looten. Komm. Hier gibt es doch bestimmt noch mehr Lurker. Was denn damit da oben passiert? Das sieht auch ganz komisch aus mittlerweile. Drachen. Was? Was zu. Da ist wieder diesen rote Rauch. So, das könnte übel enden. Zwei Drachensnapper. Ich will aber nur einen. Achso, ich dachte schon, der hätte mich jetzt.
So, ja. Ja, komm. Komm zu Papa. Weißt du, was wir jetzt einmal machen? Wir haben ja wieder so viele Heiltränke. Wir gönnen uns wieder ein paar. Beziehungsweise, warte mal, wir haben auch Fleisch. Dann gönnen wir uns die auch mal. Einfach weil wir es können. Und den Apfel. Ich finde es schade, dass man hier aber auch nicht Rezepte hat zum Kochen. Weil ich glaube, mit Rezepten wäre das wieder ein bisschen anders. Dass man dann irgendwie noch mehr Boni bekommen könnte fürs Kochen. So. Einmal speichern. Und den nächsten Drachensnapper auch noch erledigen. So, das war's mit diesen kleinen Dinos. So, will ich jetzt wissen, wie es da bei Xardas Turm aussieht? Also bei dem Turm. Ist ja jetzt nicht der Turm, wo ich eigentlich hin wollte. Ich speichere einmal und spring da mal runter. Oh, hier liegt ein Fisch. Immerhin. Ah, hier gibt es auf jeden Fall Lurker. So, den haben wir. Lag hier nicht noch irgendwie was da? Da lag ein Fisch. Da vorne auf. So, nehmen wir mit. Den Fisch nehmen wir auch mit. So, und dann ging es hier auch noch tatsächlich rein, ne? Sah danach aus. Hier. Spruchrolle, Trank. Zu weit entfernt. Ah, nein. Ah, verdammt. Nice, nehmen wir mit. So, liegt hier noch eine Truhe. Einfach mal im Wasser versteckt. Okay, hier gab es aber sonst nichts mehr. So, ich wollte eigentlich zu Xardas Turm, also den anderen alten Turm von ihm. Vom alten Kauz. Der Xardas, der scheint auch echt Türme zu lieben, habe ich so ein Gefühl. Und da bin ich nicht der Einzige mit dieser Meinung, dass Xardas Türme liebt. Ich kenne auf jeden Fall mindestens eine weitere Person, die dieser Auffassung ist. Gehen wir mal so rum. Hier nicht runterfallen, das wäre nicht gesund. Aber hier gibt es auch nichts.
Ja, okay, wir gehen dann. Ja, ich will jetzt zu Xardas Turm. Also, mir jetzt gerade wichtiger als nach da oben und da zu befreien. Gerade eben zumindest. Ich weiß, ich hatte es eigentlich versprochen, aber ich will jetzt wissen, was bei Xardas alten und neuen alten Turm abgeht. Also den alten haben wir schon jetzt erkundet, aber den neuen alten, da waren wir jetzt glaube ich noch nicht. Zumindest sah das jetzt nicht danach aus. So. Ganz kurz gucken. Ich glaube, der Weg war das nicht, oder? Da. Da ist der Weg. Da unten ist sogar eine Statue von Belia. Ich glaube, hier war... War schon hier? Ein Suchender. Natürlich. So, alles mitnehmen. Zwei Suchende waren hier einfach mal. Snapperkraut. Aber wenigstens wurde ich von denen jetzt nicht verflucht mit einem Zauber. Genau, noch der Suchende. Gibt es hier noch einen? Ja, da sind noch mehr. Da ist er. So. Jetzt muss ich definitiv Heiltränke wieder nehmen. Na, nehmen wir die. Die mit 70. Und nochmal das Fleisch fressen. Aber doch, wir waren hier schon einmal mit dem Suchen wegen den Suchenden. Jetzt erinnere ich mich sogar tatsächlich dran. Dass wir hier tatsächlich sogar schon mal waren. Ich glaube, die Lebensmittel, die brauchen wir echt nicht mehr zu konsumieren. So. Weil das so wenig Lebenspunkte gibt. Gibt es ja noch irgendwo jemanden? Aber warte mal, es wird ja auch wieder dunkel, obwohl es 12 Uhr ist. Oder wird es nur wegen diesem Ort hier dunkel? Flügel, Bogen, ein Ring, Pfeil. Hier ist auf jeden Fall jemand umgelegt worden. Weiß aber nicht, woran ich es erkenne. Feuerwaran. Immer diese Feuerwarane. So, gibt's... Da sind noch mehr. So, speichern und den nächsten anlocken.
Ja, komm. Okay. So, jetzt muss ich aber auch einmal wieder heilen. Hier. Erst leben, dann heilen. So, dann den Schinken. Wenigstens geben die 20 Lebenspunkte. Aber gleich 50 Gold wert. So, ich werde aber jetzt nicht alles Schinken essen. So, 5 lasse ich mal. Wir, Wacholder. Bier, wir haben so viel Bier. So, Brot lassen wir auch gleich 5 Stück übrig. So. Und jetzt können wir speichern. Erledigen den Feuerwaran noch einmal. So, dann haben wir hier auch einmal alles frei. Alte Steintafel. Was für eine alte? Wahrscheinlich wieder so eine. Ja. Die Kasse der Krieger hatte den Zorn unseres Gottes raufgeschworen. Ich glaube aber auch diese ganzen Steintafeln, die kamen auch erst durch den DLC nach das Raben. Eine Sichel. Okay, jetzt gehen wir in den Turm hinein, würde ich sagen. Gucken, ob da vielleicht noch ein paar Suchende drin sind in Xardas alten Turm. Mit Sicherheit ist hier noch jemand drin. Goblins! Speichern, bevor wir reingehen. Oh. Und rote Skelette. Schwerer Ast. Ich höre da was, was mir nicht gefällt. Ich speichere einmal, bevor ich jetzt hier einfach random nach oben gehe in den Tod. Das hier dann. Hier ist noch eine Truhe. So, speichere das jetzt nochmal und dann gehe ich hoch. So. Ja, da kommen schon die Dämonen. Ja.
Ja, war klar, dass ich das nicht überlebe. So, aber das kriegen wir noch mal hin. Das schaffen wir. So, vielleicht noch mal speichern. So. Nochmal speichern. Ich gehe vielleicht mal lieber zuerst nach oben, bevor ich mich mit dem Dämon da anlege. So. Oh, da ist ja noch einer. Ich speichere noch einmal. Das sind jetzt zwei. Fast wäre ich runtergefallen. Bin mal so freundlich und gönn mir den. Und speichere jetzt noch einmal, bevor ich mich mit den beiden Suchenden da anlege. So, warte. Ja! Ich hab's überstanden. Rune. Schwarzes Erz, Spruchrolle, Erzbrocken, Spruchrolle, noch eine Rune, Suchender. Oh, ich hab's überstanden. So, was? Buchständer? Steht hier was Wichtiges? Nö. So, der hat nichts. Okay. Da ist nichts zu holen. Der hat nichts mehr. Nichts zu holen. Der hat nichts mehr. Warte, was? Ich esse mal den ganzen Käse. Bis auf 5 Stück. So, vielleicht auch nochmal die Heilkräuter oder sowas. So, wir haben Feldrübe. Eine Feldrübe haben wir. Lauflieder brauchen wir eigentlich gar nicht. Und ich habe irgendwie die Befürchtung oder die Vermutung, wenn wir die ganzen Kräuter und so weiter essen und Äpfel und sowas, dann kriegen wir wirklich irgendwann bei den Dingern auch einen gewissen Bonus. Waldbeere. So, Heilpflanze. Vielleicht bei Heilpflanzen auch irgendwie ein Perma-Bonus oder sowas. Weiß ich noch nicht. Aber ich denke, wir werden das auch eh alles noch im zweiten oder dritten Durchlauf auch noch alles erfahren. Was man hier alles machen kann. So. Das können wir jetzt speichern. Ich guck mal, geht's denn eigentlich noch weiter nach oben? Ne. Noch weiter nach oben geht's nicht. Okay, dann haben wir jetzt die Goblins. Und den Dämon. Ja. Okay, den haben wir erledigt.
So, und Xardas Turm haben wir jetzt auch geschafft zu befreien. Nein, doch noch nicht. Hier ist irgendwo noch ein Goblin. Komm. So, jetzt haben wir es aber. Da ist nichts zu. So, gibt's hier sonst noch was? Das sind keine. Hier gibt's ein Bett. Schwefel. Paladinschwert. Sonst gibt's hier nichts mehr. So, das nehmen wir mit. Optimal. Gibt's hier sonst noch was? Meisterdegen. Ein Trank. Noch ein Trank. Wir haben Meisterdegen eingesammelt. Was ist ein Meisterdegen hier? Dolch, Sichel. Rostiger 200, leichter Ockaxt, Paladinschwert. Schwerox. Meisterdegen. Ah, okay. Benötigte Geschicklichkeit 60, aber Schaden 120. Einhandwaffe. Ja, gut. Ist nicht da. Hier haben wir noch Pech. Gletscherquarz. So. Trank. Goldener Teller und eine Laborflasche, sehe ich da. Okay, dann haben wir Xardas Turm auch einmal befreit von den ganzen Suchenden. Und können uns eigentlich dann im Grunde auf den Weg machen in Richtung den Berg hoch zu der Burg. Das war jetzt in Richtung Sackgasse. Da oben gibt es noch eine Blutfliege. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hoch? Das sind Erfahrungspunkte, die will ich haben. Gibt's da unten noch was? Sieht demnach eigentlich aus. Rolle und Lederbeutel. Gibt's hier auch noch was? Schön, dass das Wasser hier am Plätschern ist. Aber okay, anscheinend gibt's hier jetzt, abgesehen von der Statue Belias, jetzt nichts. Mal gucken, ob es hinter der Statue was liegt. Belias-Statue. Gut, wir gehen nochmal hoch zur Blutfliege, versuchen die uns noch einzuleimen. Und mal gucken, ob es da vielleicht noch irgendwie was gibt, was ich vielleicht doch noch auch übersehen haben könnte. Die war auf jeden Fall hier jetzt rechts oben. Gibt es da überhaupt einen Weg? Gibt's da einen Weg? Ich glaube nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen uns dann in der nächsten Folge auf den Weg zu dem Berg und sehen zu, dass wir da auch mal ein paar Leute hier dezimieren, also ein paar Echsenmenschen. Und ja, vielleicht auch Feuerkraut und vielleicht auch noch ein paar Orks. Und versuchen, meine Theorie zu bestätigen, dass da oben auch noch ein Drache ist. Ich bin der festen Überzeugung, da oben ist einer, weil Echsenmenschen da sind. Und ich frage mich, was das dann für eine Art Drache sein könnte, die da oben auf uns wartet. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart.
Ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.